Hallo, meine Lieben. Ja, ich mache zurzeit weniger Videos, weil ich viel mehr beschäftigt bin und öfter Dinge unternehme diesen Sommer. Ja, deswegen mache ich dann vielleicht ein oder zwei in der Woche. Ich habe in der letzten Zeit, schaue mir immer so ein auf Facebook seine Gruppe an, und zwar der kommende Polsprung, glaube ich, heißt diese Gruppe. The Coming Pole Shift. Und natürlich ist es keine christliche Gruppe, weil sie haben Informationen von dieser Zeta Talk heißt das, und zwar von diesen Außerirdischen. Und haben sie viel Information. Aber sie reden auch eindeutig eben über diesen Polsprung und Zeichen, die halt darauf hindeuten, dass es einen Polsprung geben wird. Muss ganz ehrlich sagen, natürlich folge ich nicht diesen Außerirdischen nach, auf gar keinen Fall. Aber auch die Außerirdischen wissen, was kommt. Und vor allem die Außerirdischen wissen ganz genau, was kommt. Und sie sagen dann ihren Anhängern einige Informationen, die vielleicht alle Leute wissen sollten. Aber die allgemeine Bevölkerung bekommt diese Information nicht. Das heißt, wir gehen einem katastrophischen Ereignis entgegen. Und sind da auch dann einige Christen auf dieser Gruppe, die dann sagen, na ja, das wird dann die Trübsalzeit. Und ich merke halt dann immer wieder und immer wieder, dass die Leute halt, und wir wissen das alle, glaube ich, so, wenn ihr mir schon lange meine Videos anschaut, wisst ihr das ganz genau, dass die Leute immer noch in diesem Dispensionsdenken stecken. Und wenn ihr neu seid, Leute, ja, ich hoffe, schaut euch meine Videos an, weil ich habe das erklärt, was die Dispensionslehre ist. Die Dispensionslehre ist sehr, sehr falsch. Aber diese Dispensionslehre, und es hat viel zu tun mit Endzeit, aber nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt. Es hat auch mit gesunde Lehre was zu tun oder mit theologischer Lehre etwas zu tun. Und zwar, wie man halt gerettet ist. Diese Lehre sagt, dass nicht alle Leute gleich gerettet sind, das heißt durch Jesus Christus, sondern sie meinen halt, dass die Juden anders gerettet sind. Und das stimmt ja nicht. Ja, das ist ja total falsch. Wenn wir Paulus kennen, Jesus, dann wissen wir, dass wir alle durch Jesus Christus gerettet sind. Alle. Ganz egal, ob wir zur Noahs Zeiten gelebt haben oder egal in welcher Zeit wir gelebt haben, werden wir nur durch den Messias gerettet. Und das hat schon früher eben die ganzen Patriarchen seit Adam haben das gepredigt. Sie haben gepredigt, dass dieser Messias kommt. Dass es ein Retter kommt. Dass wir nicht gerettet sind durch Opferungen. Ja, durch bestimmte Opferungen. Das rettet uns nicht. Nur der Messias rettet uns. Von Anfang an ging halt die Nachricht aus, dass der Messias kommt. Und das haben alle bis zu Abraham gepredigt. Es waren immer bestimmte Menschen da, die die Führung hatten, wie Enoch, Methuselah, Lamech war nicht so ein Heiliger. Der war aber auch in dieser Linie. Ja, das ist die Linie von Noah.
wenn man die Linie von Adam bis Noah geht. Das waren diese Patriarchen, die immer wieder die Botschaft gepredigt haben, der Messias kommt. Und dann ab Noah seine Kinder weiterhin, das heißt Nachkommen, wie dann der Shem, ja, der Sem, das ist ja der gewesen, es waren dann immer diese Priester, ja, diese Priesterschaften. Und diese Priesterschaft von Noah ging weiter zu dem Shem. Und wenn ihr dann diese Linie anschaut von Shem bis Abraham, ja, ist ja wieder diese Linie, ja, und wiederum Abraham ging zu Shem, um ausgebildet zu werden, um zu lernen über diesen Messias, über dieses Kommen vom Messias, über Gott, über den Plan, den Gott hat. Und diese Leute, die waren verantwortlich, dass sie andere Leute eben unterrichteten. Und Abraham hat das immer gemacht. Er war ein hoher Priester nach der Order von Melchizedek, genau wie der Shem, wie der Noah. Und das waren diese Priester, die immer wieder dieses, ich will nicht sagen Geheimnis weitergegeben haben, aber diese Tatsache, ja, dass der Messias kommen wird. Und dann ging ja diese Verheißung, dass der Messias kommen wird, an Abraham, dass durch ihn dieser Messias kommen wird. Und dann ging es zu Juda, dass durch Juda diesen Messias kommen wird. Und dann zu David, dass durch David diesen Messias kommen wird. Ja? Aber diese Nachricht war immer da. Und die Leute haben das entweder geglaubt oder nicht. Sie sind entweder dieser Nachricht nachgefolgt oder nicht. Und Gott hat aber dann mit den Israeliten einen Vertrag gemacht. Er hat gesagt, also wenn ihr mir nachfolgt, ja, dann werde ich euch beschützen und euch segnen. Wenn ihr aber mir nicht nachfolgt und anderen Göttern dient, dann werde ich euch aus dem Land, das ich euch geben werde, hinausschmeißen. Und das hat er halt dann auch gemacht. Ja? Sie haben Götzen gedient und deswegen wurden sie aus dem Land geschmissen. Sie haben kein Recht auf das heilige Land, wenn sie nicht Gott dienen. Und ich meine Gott, ich meine jetzt nicht, ja, was sie heute sagen, Altes Testament. Nein, wenn sie dem Alten Testament dienen würden oder glauben würden, dann würden sie Jesus Christus erkennen. Das hat Jesus Christus selber gesagt. Er hat gesagt, wenn sie Moses kennen würden und die Propheten, dann würden sie ihn annehmen. Ja, aber weil sie ihn nicht annehmen und ihn immer noch ablehnen, deswegen gehören sie nicht zu Gott. Und das Land gehört ihnen eigentlich auch nicht. Ja, das haben sie auch an sich selber gerissen. Ja, aber es wurde ihnen nicht gegeben. Das habe ich schon öfter gesagt und ich weiß, da kommen sehr viele durcheinander. Warum? Weil sie durch diese Dispensationslehre verdreht werden. Diese Dispensationslehre sagt, nein, es gibt verschiedene Rettungen. Die Juden werden anders gerettet wie die Heiden. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch gar nicht biblisch, Leute. Wir sind alle durch den Glauben gerettet, ab Adam und Eva sind alle durch den Glauben gerettet. Und früher haben sie auf den Messias gewartet und jetzt wissen wir, dass der Messias kam. Und nur so sind alle, Leute wirklich alle, gerettet. Und wenn wir das nicht glauben, dann verfallen wir halt in sehr viele Irrlehren. Ja?
Und eine ihr Lehre davon ist halt, dass wir dann immer noch glauben, dass irgendeine Zeit da sein muss für die Juden. Obwohl die Zeit jetzt da ist für die Juden. Die Juden brauchen keine 7 Jahre extra Zeit. Sie haben jetzt schon 2000 Jahre lang, hätten sie Jesus annehmen können. Ja? Sie sind selber mit Blindheit geschlagen, aber nur weil sie Jesus abgelehnt haben und ihn immer noch ablehnen. Ja? Aber viele nehmen ihn ja an. Das heißt, diese Blindheit ist wirklich abhängig von dem einzelnen Menschen. Ja? Sonst wäre es nicht fair. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott anzunehmen. Jeder. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, den Messias anzunehmen. Egal, ob er Jude ist oder ob er Heide ist. Heutzutage kommen sehr viele Juden zum Glauben an den Messias. Und das ist sehr, sehr gut. Aber wir brauchen dazu nicht 7 Jahre. Und diese 7 Jahre Trübsalzeit, ja, die ja viele denken, sie kommt, ja, sie wird eine schlimme Zeit sein. Ob es wohl Trübsalzeit ist? Nein, das ist nicht diese Trübsalzeit, die in der Bibel genannt wird. Die Trübsalzeit, die in der Bibel genannt wird, ist eine Trübsal für die Heiligen, für die Braut. Aber wenn die Braut abgeholt wird, Leute, dann ist für die Braut keine Trübsal mehr. Dann ist zwar noch, ja, schlimme Zeit für die übrigen, sondern nicht nur Trübsal, sondern eine sehr, sehr schlimme Zeit. Ja? Aber für die Heiligen ist die Trübsal vorbei. Natürlich gibt es da immer noch Leute, die hoffentlich immer noch merken, hallo, ich habe den Bräutigam verpasst. Ich habe den Messias verpasst. Es gibt es natürlich noch, weil die zwei Zeugen sind nämlich ein Teil von dieser Gruppe. Die zwei Zeugen merken, wir haben den Messias verpasst. Deswegen tragen sie ja die Sackkleider. Ja, wenn ihr lest in Offenbarung 11, diese zwei Zeugen sind bekleidet in Sackkleider. Warum? Weil sie Trauer haben. Sie trauern, ja, und sie tun Buße. Und sie tun Buße, weil sie den Messias verpasst haben. Und sie werden der ganzen Welt sagen, dass sie den Messias verpasst haben. Aber die Welt wird das nicht glauben. Sie wird den Regierungen glauben, die ihnen eine Lüge sagen. Aber die zwei Zeugen werden weiterhin eben Gottes Plan predigen. Und die anderen Leute, die vielleicht an Jesus glauben, ja, und diesen Zeugen glauben, die müssen sich verstecken, weil sie nämlich nicht überleben. Ich habe gesagt, ich gehöre dieser Gruppe oder ich schaue mir Dinge an von dieser Gruppe. Und diese Gruppe, die meisten, wie gesagt, sind ja keine Christen und sie bereiten sich vor auf diese katastrophischen Ereignisse. Und es kam eben die Frage auf, ja, was machen die Christen, wenn die Entrückung nicht kommt und sie nicht vorbereitet sind? Ich denke halt schon, Leute, was kommt, auf das kann man nicht vorbereitet sein. Ja, gut, man kann sich schon vorbereiten in gewissem Sinne. Ja, man kann vielleicht Essen und Wasser haben. Aber wie lange kann man Essen und Wasser haben? Und ganz besonders in Europa oder in Deutschland. Wie lange kann man sich da wirklich verstecken? Ihr müsst euch wirklich überlegen. Die 2 Jahre, die wir durchgemacht haben, mal 100. Ja? Das heißt, ihr könnt euch nicht verstecken. Wie könnt ihr diesem Ganzen entgehen, wenn auf einmal alle nach euch suchen und ihr müsst wirklich das Mahlzeichen annehmen? Ja? Nein, nichts mit auf die Straße gehen und demonstrieren.
das geht dann gar nicht mehr. Ja, dann geht es nicht mehr. Sondern die werden, ihr werdet dann abgeholt. Alle, die sich gegen diese Regierungen stellen, werden abgeholt. Und da ja die Heiligen schon entrückt wurden vorher, da haben sie ja, ja, dann können sie ja sagen, na ja, diese Außerirdischen haben sie mitgenommen. Und sie können euch dann immer und immer, wie nennt man, euch Angst machen mit diesen Außerirdischen. Ja, wenn ihr dieser Regierung nicht folgt und was die Regierung anordnet, dann werdet ihr genauso abgeholt. Ob es nun inmitten der Nacht ist, dass ihr weggeht, ja, oder dass die Polizei in der Nacht euch abholt. Ihr seid also dann immer wieder und immer wieder unternah, also die tun euch ja nach, die euch nachgehen. Ihr könnt euch nicht verstecken, besonders wenn ihr Kinder habt. Stellt euch vor, während dem Holocaust, da haben es ganz wenige Leute überlebt. Natürlich waren da einige, die ja versteckt wurden und es vielleicht überlebt haben, aber die meisten haben das nicht überlebt. Ja? Und so müsst ihr das auch denken, dass ja, wir können vielleicht vorbereitet sein für ein paar Wochen, aber wenn wirklich die Entrückung kommt und wirklich der Zorn Gottes anfängt, das wird so schlimm sein, Leute, nicht nur diese katastrophischen Ereignisse, die passieren, aber auch was der Staat dann macht. Die absolute Kontrolle, die kommt. Ja, ihr seid jetzt die letzten 2 Jahre vorbereitet worden. Ja? Die absolute Kontrolle wird kommen. Das ist nur eine Vorwarnung. Es war nur eine Vorwarnung. Wenn die Entrückung kommt, dann ist es zu Ende. Dann ist absolute Überwachung ist die Norm, ja, die Normalität. Ich möchte halt nochmal das Video machen, weil halt viele wirklich durcheinander sind und immer noch denken, ah ja, es kommt der Antichrist, oh, es kommt eine Trübsalzeit. Am besten wollt ihr nicht dabei sein, ihr sollt normalerweise nicht in dieser schlimmen Zeit, die nach der Entrückung kommt, dabei sein. Ja, es wird nicht gut sein. Und woher weiß ich, dass die Entrückung zuerst kommt und dann der Zorn Gottes? Viele sind da durcheinander, ja. Trübsalzeit, Zorn Gottes. Natürlich, weil sie die falsche Lehre haben, ist ja klar. Aber eindeutig, Leute, zuerst kommt die Entrückung. Nach den Trübsalen der Zeit. Ja? Nach den Trübsal der Zeit. Das heißt, die Trübsal, durch die wir jetzt gehen als Christen. Dann kommt der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn fängt an. Und da geschieht die Entrückung. Gleich am Anfang von dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn sind ja 1000 Jahre. Und das allererste ist die Entrückung. Woher weiß ich das? Weil Gott uns das versprochen hat. In 1. Thessalonicher 5 liest ganz genau 1. Thessalonicher 5, da steht das. Ja? Wir werden nicht in den Zorn gehen. Ja? Wo ist es? Ich glaube am Anfang. Ja? Wenn ihr guckt, 1. Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 4, ja, ist ja die Rede von der Entrückung. Das heißt, die Auferstehung und zur gleichen Zeit werden die, die noch nicht gestorben sind, herausgenommen, ja, weggenommen. Und das ist die Auferstehung und die Entrückung von den Menschen, die noch leben. Dann danach kommt eindeutig der Zorn Gottes. Warum? Weil es da sagt, 1. Thessalonicher 5, mal 8. Ich muss es mal gucken schnell.
Dann sage ich welchen Vers. Ich habe es jetzt leider auf Englisch nur hier. Und zwar in Vers 9. Weil Gott uns nicht für den Zorn bestimmt hat, sondern zur Rettung durch Jesus Christus. Ich habe es jetzt übersetzt vom Englischen. Aber ja, nochmal, 1. Thessaloniker 5, 9, da steht das. Und dann habe ich schon öfter ein Vers, oder ja, ein Vers gesagt, der im Jesaja ist. Ja, in Jesaja. Da könnt ihr auch hingehen. Jesaja 26. Und ich mag diesen Vers sehr stark. Das ist mein Lieblingsvers eigentlich. Ich guck mal, ob ich es jetzt auf Deutsch bekomme. Schlachter. Mach mal die Schlachter schnell. Also, hier haben wir es. 19 bis 21. Hört genau zu, weil es ist nicht so eindeutig. Zwar steht da von der Auferstehung. Eindeutig. 19. Aber deine Toten werden leben. Auch mein Leichnam, und wer schreibt es? Jesaja. Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Wer steht auf? Alle Toten, einschließlich Jesaja, der ja Prophet ist im Alten Testament. Das heißt, die alttestamentlichen Gläubigen stehen auf. Natürlich auch die neutestamentlichen Gläubigen. Was heißt Gläubigen? Die an Messias geglaubt haben. Die geglaubt haben, dass Messias kommt. Ja? Glaubt haben, dass Gott einen Retter schickt. Dann geht weiter. Hör zu. Und hier wird es natürlich etwas komplizierter. So geht nun mein Volk. Also hier redet er, mein Volk, das sind die, die auferstanden sind. Ja? So geht nun mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Also mein Volk, können wir wissen, mein Volk ist ihr Jesaja, Israeliten, die Gläubigen, ja? Mein Volk ist aber auch alle Gläubigen, ja? Alle, die an Messias glauben, auch wir, die Christen, sind Gläubige in Messias und wir gehören zu wirklich Israel, Israel von Gott, ja? Wir sind sein Volk, das Israel von Gott. Das Israel von Gott ist nicht ungläubig Israel, sondern nur gläubig. Das hat nichts mit biologisch zu tun, aber mit Glauben. Nur mit Glauben. Ja? So geht nun mein Volk in deine Kammern und schließt die Tür hinter dir zu. Jetzt sag mir bitte schön. Das sind die Toten, die auferstehen. Ja? Die Toten sind auferstanden. Sie sollen in ihre Kammer gehen. Von welchen Kammern redet hier Jesaja? Von welchen Kammern, Leute? Normalerweise müsst ihr das wissen, ja? Sofort. Johannes 14. Was hat in Johannes 14 Jesus Christus gesagt? Er hat gesagt, ich gehe und bereite euch Kammern vor. Zimmer. Und dann komme ich wieder und hole euch ab. Das sind diese Kammern. Und da sagt er nun, geht in diese Kammern. Woher weiß ich, dass es diese Kammern sind? Weil es sonst keine Kammern gibt. Wo gehen wohl die Toten hin, wenn sie auferstehen? Die Toten gehen in den Himmel, wenn sie auferstehen. Sie werden mit Jesus Christus sein. Ist doch ganz klar. Und sind da Kammern?
Ja, natürlich, weil Jesus jetzt diese Kammern vorbereitet. Im Himmel, im neuen Jerusalem. Ja, im neuen Jerusalem. Das sind diese Kammern. Und dann sagt oder Gott, schließt die Tür hinter dir zu. Warum wohl? Ihr wisst ja, dass die Tür hinter diesen törichten Jungfrauen zu war. Ja, warum? Gott sagt, schließt die Tür hinter euch zu. Dann haben sie geklopft, diese Törichten. Und haben gesagt, Lord, Lord, oder Gott, Herr, Herr. Sachsen, Englisch. Herr, Herr. Und der Herr hat gesagt, ich kenne euch gar nicht. Ja? Aber warum sind die zugegangen? Doch klar, damit nicht gerade jeder reingeht. Und weiterhin, hört zu, was als nächstes passiert. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Was kommt dann? Der Zorn. Hier sehen wir es eindeutig, Leute. Jesaja hat das vor wie vielen Jahren? 2500 Jahren geschrieben? Weniger, aber fast. Ja? Und dann in 21. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Deswegen, Leute, weil Gott hat jetzt endlich die Nase voll. Er hat die Nase voll, Leute. Jetzt geht er aus und zerstört seine Feinde. Nachdem die Heiligen in den Kammern sind, sicher, dann kommt Jesus und zerstört seine Feinde. Das ist dann der Zorn Gottes, weil ja er zuerst seine Feinde zerstören muss. Er muss ja zuerst dieses System zerstören, um sein Reich hier zu gründen. Leute, und er wird hier sein Reich gründen. Und wenn ihr immer noch nicht wisst über diesen Zorn Gottes, dann liest Offenbarung 16. Das ist der Anfang. Dann wisst ihr nämlich, was passieren wird. Und was während dem Zorn passiert, ich glaube nicht, dass irgendjemand diesem Zorn entgehen kann. Aber auf gar keinen Fall. Auch wenn ihr verfolgt wird, also wenn ihr wirklich zurückbleiben würdet und ihr würdet verfolgt werden, ja, schon ganz alleine diese katastrophischen Ereignisse werden mehr Leute umbringen, wie die überhaupt diese Gläubigen umbringen. Es werden sehr viele umkommen. Ich denke, mindestens ein 2/3 von der Welt, wenn nicht noch mehr. Ja, wenn ihr das liest, ihr könnt dann auch zum Beispiel diese Posaunen lesen, die 7 Posaunen in Offenbarung 8 bis 11. Die könnt ihr auch lesen. Das ist nämlich nochmal der Zorn Gottes. Und ich weiß, dass auch da die Leute wirklich durcheinander sind. Sie denken, diese 4 Pferde, ja, die sind Zorn. Nein, das ist kein Zorn. Das ist, was vor dem Zorn kommt, das wir jetzt schon durchgemacht haben. Diese 4 Pferde reiten schon ewiglich. Pest und Tod und Krieg und das Ganze, was wir in den letzten 2000 Jahren durchgemacht haben, das war ja schlimm. Ja, das sind diese Reiter, diese 4 Reiter. Das ist nicht der Zorn Gottes. Ja, der Zorn Gottes wird sehr, sehr schlimm. Ja, der Zorn Gottes wird ausgeschüttet auf dieser Erde, Leute. Es ist ein katastrophisches Ereignis. Und genau das, von dem reden sie ja auf dieser Gruppe, die ich da, in der ich drin bin. Ja, weil sie ja die Zeichen zeigen von diesen katastrophischen Ereignissen. Und natürlich
wissen die Außerirdischen, also diese gefallenen Engel, weil ihr müsst ja auch wissen, die gefallenen Engel sind diese Außerirdische, ja? Die wissen ja ganz genau, was kommt. Satan weiß, was kommt. Aber er möchte nicht, dass die Welt es weiß. Weil er ganz genau weiß, die Leute, die werden ja durcheinander. Ja, die meisten Leute, die spinnen, wenn sie sowas wissen. Und sie vielleicht würden sie nicht mehr arbeiten. Und dann, was weiß ich, die können das nicht vertragen im Kopf, glaube ich, wenn sie wüssten, was auf sie zukommt. Viele Leute, deswegen, wenn man mit vielen Leuten redet, die tun das dann einfach ignorieren und sagen, nee, das kann nie ein Leben sein, das kann gar nicht sein. Weil sie nicht wollen. Sie wollen das nicht hören. Sie wollen nicht hören, was kommt. Ja, weil sie weiterhin so leben wollen wie jetzt. Ach, ist doch noch alles ganz normal. Aber es kommt alles ganz schleichend. Ja, ganz schleichend. Dieses Jahr das Wetter in Deutschland, wie schlimm war es, ja? Ah, ja, meine Mutter, wenn war es 2004 oder 2003, war es schon mal so schlimm. Ja, natürlich, klar. Wir sehen also nicht, dass es schlimmer wird. Es wird schlimmer. Allmählich und langsam und langsam. Ah ja, das ist schon immer so gewesen. Ja, weil die Leute nicht hören wollen. Ja, die Leute wollen nicht hören, dass was Schlimmes kommt. Und das ist ja auch nicht das Wichtigste. Die Leute, die das hören, viele tun sich jetzt vorbereiten, ja, auf diese Dinge. Sie haben dann Essen und Wasser und sie gehen eben aus den Städten heraus und wohnen auf dem Land. Sie sind Selbstversorger. Solche Dinge hört man ja in Deutschland genauso. Ja? Bei uns sagt man dazu Preppers. Ja? Die bereiten sich vor. Aber wenn wirklich das Schlimme kommt, wie soll man da vorbereitet sein? Weil nämlich wir mehr und mehr überwacht werden. Diese Überwachung kommt ja 100%. Ich habe gehört, gerade bei uns wollen sie ja dieses papierlose Geld einführen. Ja? Und unser Präsident hat da gerade was unterschrieben, damit alle halt sich jetzt vorbereiten, weil das als nächstes kommt. Papierloses Geld. Na gut, wir gehen so und so schon darauf hin. Wurden so und so schon drauf vorbereitet. Aber was passiert dann? Dann sind wir alle abhängig. Ja? Vom Computer und von dem System. Also Leute, diese Dinge kommen. Und wenn wir wissen, dass diese Dinge kommen, wir sehen diese Zeichen, ja, wenn wir diese Zeichen sehen. Ja, wir müssen auf bestimmte Weise vorbereitet sein. Also ich würde schon sagen, dass wir für ein paar Monate sollten wir schon vorbereitet sein mit Essen und Wasser und so weiter. Aber gerade, ich glaube, in Deutschland würde es ganz, ganz schön schwierig werden, zu überleben. Also fast unmöglich. Man müsste da vielleicht in die Berge gehen oder sonst wohin. Und Leute, ich sage die ganze Zeit auch schon, wenn man dann Kinder hat, ja, noch kleine Kinder hat, ist ja das noch viel schlimmer. Ist noch viel schlimmer, ja. Ich habe schon meine Gründe, wenn ich sage, keine Kinder. Ja, ich habe schon meine Gründe dafür, weil wir in eine Zeit gehen, die sehr schlimm wird. Wir werden hier nicht mehr sehr lange bleiben. Also, wie gesagt, wenn Jesus Christus dieses Jahr nicht kommt, dann haben wir ein Jahr, das, wer weiß, was da alles passiert.
in diesem nächsten Jahr. Die werden es schlimmer und schlimmer machen. Ja? Wir sehen ganz genau, was das hier jetzt verursacht. Ja? Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Ja? Diese Spritze. Ja? Was die jetzt alles verursacht. Und trotzdem werden wir noch überredet, es anzunehmen. Und wer? Die Ärzte. Die meisten Ärzte, ich habe das in meinem irgendein Haar hier oben. Die meisten Ärzte, ja, wollen uns das immer noch geben. Es wird schlimmer, Leute. Wenn ihr euch wirklich fernhalten wollt von diesem System, von dem ganzen System, weil das System wird euch mitziehen, ganz egal, ob es jetzt, ihr müsst eure Kinder zur Schule schicken, Gesundheitswesen, wenn ihr älter werdet. Es ist alles das System. Ja, es ist alles das System. Aber ich komme jetzt zum Ende. Ich werde ja hoffentlich auch nochmal bald nach Deutschland gehen dürfen. Ja, also ich hoffe, ich gehe ja am 6., glaube ich, September werde ich ja fliegen. Werde ich 3 Wochen in Deutschland sein. Und ja, ich hoffe, dass alles gut geht. Ich komme ja dann in das Fest hinein, Posaunenfest. Und ich glaube, werde sogar ein Posaunenfest zurückfliegen. Weiß es nicht, ob ich bis dorthin entrückt bin oder nicht. Wir werden es abwarten können. Aber wir kommen ja jetzt näher und näher an diese Zeit. An die Zeit, an das Fest, das Jesus erfüllen wird. Nicht das Fest, das wir feiern sollen. Nein, nein, das ist nicht ein Fest zum Feiern. Das ist ein Fest zur Erinnerung. Das ist ein Fest zur Erinnerung. Erinnerung, dass Messias, dass der Christus an dem Tag seine Braut abholt. Ja? An diesem Fest, symbolisches Fest, dass der Messias, der Bräutigam, wiederkommt. Wir haben es ja jetzt hier ganz genau gelesen in Jesaja. Ganz genau. Lies das nochmal durch. Ja, es wird nicht eindeutig klar. Weil man sagt dann, was? So geht nun mein Volk. Was? Von was redet er? Die Israeliten, das Volk, er meint damit die Leute, die auferstanden sind. Das ist das Volk Gottes. Die Leute, die auferstanden sind. Sonst steht niemand auf, nur sein Volk. Und das sind die Gläubigen. Das ist die Braut Jesu. Ja, die Braut Jesu. Und er sagt, kommt in eure Kammern und schließt die Tür hinter euch zu. Und dann verbirgt er euch einen kleinen Augenblick. Das sind 4 Jahre vielleicht, dieser kleine Augenblick. 4 Jahre sollen wir uns verbergen. Weil da auf der Erde Gottes Zorn, ja, waltet. Warum? Natürlich wegen dem Blut, das sie vergossen haben. Wie viel Blut haben sie vergossen in den letzten, nur 2000 Jahren, in den letzten 6000 Jahren? Wie viel Blut wurde vergossen von diesem System? Von dem System, das Satan selber hier eingesetzt hat. Und er will ja jetzt, Satan will ja jetzt total die Macht übernehmen. Aber Gott wird es zerstören, dieses System. Und deswegen warne ich auch immer wieder Leute, nicht zu wählen. Nicht zu zeigen, dass sie diesem System angehören. In dem Moment, wo ich wähle, zeige ich, dass ich diesem System angehöre. Ja? Wen wähle ich denn?
egal welche Seite, die gehören alle Satan an. Alle, ganz egal. Das ganze System ist unter Satans Kontrolle. Leute, das ist eindeutig. Ja? Eindeutig. Schaut euch, wenn ihr neu seid, schaut euch meine Videos an. Ja? Ich habe so viele Videos schon gemacht. So viele wirklich gute Studien. Ihr müsst die Bibel studieren. Was die Bibel sagt. Nicht, was euer Pastor sagt. Nicht, was diese falschen Lehrer sagen. Sondern wirklich, was die Bibel sagt. Wirklich. Also, lasst den Heiligen Geist euch leiten. Ja? Und studiert die Bibel und seid vorbereitet. Seid vorbereitet auf den Herrn.